Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Hey, what's up, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal Roblox, wie man schon erkennt. Heute wir zocken ein bisschen Zombie Uprising. Zu Deutsch Zombie-Aufstand. Ja, sehr lustiger Titel. Ich muss mal ganz kurz den Chat hier wegmachen. Triggert mich gerade ein bisschen. So, das Game habe ich schon öfters mal gezockt. Zwar noch nie auf YouTube hochgeladen, gestreamt, whatever. Sondern immer nur für mich. Abends, wenn mir irgendwie langweilig ist, dann zocke ich das. Und ja. Wir haben natürlich noch unsere Daily-Mission, die wir machen müssen. Natürlich ganz wichtig und richtig. So, ich lade mal kurz nach und dann hole ich mir mal ganz kurz hier oben das Munitionspackage. Was da vorne ist, genau, das hole ich mir mal schnell. Ah, oh, das ist eine neue Map, auf der war ich noch nie. Wie random wirft der jetzt diese Granate, bitte? Ich hole mal hier auch noch ganz kurz das hier. Habe ich nämlich auch noch mal Geschwindigkeit. So, von da können die halt auch kommen, das triggert mich jetzt gerade ein bisschen, deswegen ich gehe direkt hier an die Tür. Ja, wir haben eine AR-160, eine Glock 18, einen Raketenwerfer und ein Messer dabei. Hier der Raketenwerfer, die Glock 18. Glock 18 ist halt nicht stark in dem Game, deswegen spiele ich mit meiner Stufe 70 Waffe. Und die ist auch tatsächlich schon auf höchster Stufe, ja? Höhere Stufe gibt es bei der Waffe nicht. Also 170 ist tatsächlich die höchste Stufe bei dieser Waffe. So, alle Sachen wieder aufgebaut, sehr schön. So, ich stelle mich am besten mal hier an die Tür. Dass am besten jeder irgendwie eine Tür hat oder so. Zur Not, wir können hier auch noch runtergehen gleich. Ich hoffe, ich kriege keine Probleme wegen der Mucke, die da gerade läuft. I hope so. Wenn doch, dann ist es halt so. Dann muss ich halt die Mucke irgendwie stummen. Aber egal. So, wir hoffen einfach mal, dass wir das hier überleben. Wow, yo, was geht hier ab, Bro? Er wird gerade komplett gefressen, ne? Die Zombies sind doch ein bisschen doof. Genau, das ist übrigens so ein Zombie-Ballerspiel. Ich kann euch den Link zu dem Game dann gerne auch in die Videobeschreibung packen. Könnt ihr das selber spielen. Ich spiele es über die Webseite. Also ich spiele es nicht über den Roblox Launcher von Microsoft direkt, sondern ich spiele es tatsächlich über die Webseite. Ich habe mir nämlich einen Client runtergeladen, womit ich dann ja halt die Games so gesehen von der Webseite aus zocken kann. Von der Homepage so gesehen, von der richtigen Internetseite im Browser. Ja, darüber spiele ich das Ganze. Weil mich triggert das die ganze Zeit, dass ich sonst immer, vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht habt ihr das sogar auch und benutzt deswegen auch hier diesen Player-Client. Und zwar ist das manchmal so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, zur Kamera halten, hält man ja meistens die rechte Maustaste gedrückt, damit man dann so halt die Kamera drehen kann, wenn man jetzt nicht im First-Person-Look spielt, hier zum Beispiel jetzt. Und dann habt ihr ja manchmal das habt ihr ja im normalen Client oder im normalen Game habt ihr das dann ja so, dass ihr dann nicht mehr auf dem Punkt seid, wo ihr die Maus vorher hattet, sondern dass, wenn ihr euch dreht, die Maus mit mal hier hinten ist oder so und dann noch rüber auf den anderen Bildschirm geht. Das habe ich zum Glück, seitdem ich den Client nutze, nicht mehr. Naja, seitdem ich das über die Internetseite mache, habe ich das überhaupt nicht mehr. Das ist viel angenehmer dadurch. Aber ich gehe mal hier hinten hin. So, das, hä? Hab ich das schon gekauft? Anscheinend, ja. Ich guck mal ganz kurz, wo dieser Quick Reviver ist. Beziehungsweise dieser Automat für die Waffen. Dann nehme ich gerne mal eine andere Waffe noch mal. Ah, hier, okay. Hier ist schon mal der. Aber kann ich mir nicht kaufen. Ich habe nicht genug Points. Chillig. Ah, hier hinten. Perfekt, okay. Ich hole mal ganz kurz eine neue Gun. Perfekt, jetzt hat er es nicht gemacht. Chillig. Jetzt hat er es gemacht. So. Ich, ah, perfekt, ich habe nicht genug Coins. Chillig, danke. Danke für absolut gar nichts, Digga. Bitte gib mir eine gute Waffe. Natürlich kriege ich nur Scheiße. Na gut, eine MP40.
Oh, die ist strong, Alter. Ja gut, hat halt nicht so viel Magazin wie die hier. Die hat halt noch mal ein krasseres Magazin als die MP40. Aber die legt geil nach, so. Das ist eine geile Waffe auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall mit zocken. Aber ich werde auf meiner Stufe 70 Waffe bleiben, auf der AR-160. Okay, wir müssen erst alle Seelendinger da freischalten, damit wir auch die Waffen upgraden können nochmal. Wobei mir das halt nichts bringt, meine Waffe ist schon full upgraded auf Level 70. Beziehungsweise Stufe 70, deswegen bringen mir die Upgrades von den Waffen eigentlich gar nichts mehr. Habe ich auch keine Points für. Ich hoffe noch natürlich, dass wir auf jeden Fall auch nochmal auf andere Maps kommen. In dieser Folge. Ich weiß noch nicht, wie lange ich die Folge hier machen werde. Ja, keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, okay, Runde 6, es sind noch gar nicht so viele Zombies da. Also es wird auf jeden Fall noch schwerer im Laufe des Games. So viel kann ich euch... Okay, wir ändern die Karte. Wir kriegen tatsächlich eine andere Karte. Also ich glaube immer so nach der siebten Runde, nach der sechsten Runde auf, rüber auf die siebte wird geswitcht. Wie das aber genau abläuft, keine Ahnung. Ah, okay, Bossfight. Okay, wir haben jetzt den Bossfight. Und ich hole mir mal ganz kurz sogar auf Gottlos den Quick Reviver, Digga. Ich habe gar keinen Bock zu verrecken gleich. So, wir haben übrigens wieder voll Munition auf allen Sachen. Die hat, okay, die hat aber 736er Magazin gesamt. Und die hier hat nur 570er. Aber gut, ich hatte... Okay, die G18 ist schon auf Stufe 17. Und mein Raketenwerfer schon auf Stufe 15. Okay, krass eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass die schon so hoch sind, die beiden Waffen. Ich weiß gar nicht, mein Schwert, beziehungsweise mein Messer ist auf Stufe 5. Aber mit Schwert ist auch einfach kacke zu spielen. So, ihr wollt XP farmen? Ihr könnt... Auf dieser Map kann man halt richtig gut XP farmen durch diese ganzen Zombies, die halt hier spawnen. Damit könnt ihr halt echt gut noch XP farmen währenddessen. Und sobald ich halt nicht mehr auf die Zombies gehe, gehe ich halt meistens auf den Boss drauf. Und bei dem Boss wichtig, auf den Kopf. Immer auf den Kopf. Auf den Kopf ist mehr Schaden. Der Kopf ist schadenreicher. Ach ja, ihr müsst aufpassen, dass wir nicht von diesen Sachen da treffen. Was ist das? Ammo-Box. Egal, ich werde eh revived. Ich habe den Quick Reviver drinnen, das ist halt echt gut. Also der Quick Reviver, ich kann euch immer empfehlen, holt euch den Quick Reviver. Oh, jo, kleine Missgeburt. Genau, und immer auf den Boss gehen, ab und zu. Natürlich gucken, lasst euch nicht von den Zombies treffen. Weil die machen halt schon manchmal echt gottlosen Schaden. Und die mit den Flügeln, die sind schwerer zu töten. Die haben mehr HP. Deswegen, ja, immer aufpassen und dauerhaft in Bewegung bleiben. Ne? Ihr müsst dauerhaft in Bewegung bleiben, sonst bringt euch das alles nichts. So, ich werde den Bruder hier mal reviven. Ja, perfekt, danke. Er hat ihn nicht revived, dadurch ist er gestorben und ich war zu spät bei ihm. Oh Mann, auch rein. Übrigens, die Explosion von den Explosionszombies bringen die anderen Zombies nicht um, die machen auch keinen Schaden. Was ich tatsächlich ein bisschen kacke finde. Aber ja, der Dev dachte sich, oh Mann, auch rein. Der Dev dachte sich, brauche ich nicht, müssen wir nicht einbauen. Der wird von hinten komplett gegeben. Wow! Ah, okay, ich bin gleich down. Ja, chillig, Digga, chillig.
Ehrenmann. Ach ja, übrigens, mit C könnt ihr Sündling, mit X steht ihr wieder auf. Das gibt's natürlich auch noch. So, ich weiß zwar nicht so ganz, was mir diese Ammo-Box hier bringt. Ah, okay, das bringt mir diese Ammo-Box. Ah, okay, warte mal, kann ich die da jetzt hinpacken? Kann ich die jetzt aufsammeln? Nee. Kann ich damit noch nicht. Weiß nicht so ganz, was ich mit der Ammo-Box machen kann. Genau, bei denen, es gibt auch Zombies mit so einem Helm, da müsst ihr auch aufpassen, bei denen auch auf den Kopf. Auf dem Kopf ist mehr Damage, auf den Kopf macht ihr nämlich mehr Damage. Und die Zombies sind echt ekelhaft, weil die können halt krabbeln und so, die sind halt echt ein bisschen kacke. Aber, ja. Genau, das sind die, die ich gerade meine mit diesem Beast-Shit da. Ja, mal kacken, Digga. Wow. Was willst du von mir? Genau, ich kann euch auch empfehlen, lauft so ein bisschen zickzackmäßig, wenn die Zombies euch angreifen wollen. Lauft dann so ein bisschen im Zickzack. Ich muss mal ganz kurz zu diesem Quick Revive Ding, Digga. Ich muss mal ganz kurz den Quick Reviver nochmal kaufen. Wow. Wow, wow. So, ich habe mir nochmal den Reviver geholt. Es gibt eine starke Pistole in dem Game, die kann ich euch nochmal zeigen gleich. Die kann ich euch gerne nochmal zeigen. Werde ich nämlich safe auch nochmal spielen. So, eigentlich bringen diese Upload-Sachen da, die ich bei Discord reingeschrieben habe, gar nichts, weil ich uploade eh immer, was ich will. Wenn ich gerade mal keinen Bock habe zu uploaden, dann lade ich auch nichts hoch. Aber jetzt habe ich gerade Bock, das Game mal aufzunehmen, weil ich einfach mal testen wollte, ob es laggt. In der Aufnahme oder im Game. So, im Moment sieht es so aus. Geil, let's go, Digga. Und eine Kupfertruhe bekommen aus dem Battle Pass. Ah, okay, ich bin down. Egal, ich werde eh revived. Dann haben wir einfach mit der Glock. Mit der G18 einfach rauf. Ja, ich wurde gerevived. Ich habe ja den Self-Reviver drin. Und hab direkt Dinge bekommen. Direkt von direkt Zombies in die Fresse bekommen, ne? Die sind direkt an meiner Fresse wieder gekommen. Ich hole mir den nochmal. Gar keinen Bock halt zu verrecken. Oder was ich halt auch mache, ist mit Raketenwerfer einfach in seinen Kopf. Das macht nämlich richtig krank Schaden. Hier mal kacken. Ja moin, ich hab einfach Dinge, ich hab drei Zombies gerade geholt. Könnt ihr mich nicht einmal alle in Ruhe lassen? Dankeschön, Habibi. Okay, bringt mir nichts, hab keine Points. Würde mir auch generell nichts bringen, meine Waffe ist eh schon krass. Problematisch wird es halt erst, wenn ich keine Munition mehr habe für die Waffe hier. Aber das dauert. Oh, oh, Alan, woher kommst du? Oder geh mal weg, Bruder. Bitte. Boah, Alter. Okay, nochmal Max Money. Eigentlich wäre das mal so ein Game, was man streamen möchte, ne? Mal und dann halt gucken, wie lange man überlebt. Ich muss mir das da hinten holen, warte mal. Wollen wir das? Nein! Es ist gedespawnt. Immer kacken. Und ihr seht auch oben die rote Leiste. Das ist halt, wie viel Leben der Boss noch hat. Also diese große da hinten. Der hat noch 24.000 HP. Da steht zwar LP, aber eigentlich ist das HP. Das sind noch über 500 Zombies, die insgesamt hier spawnen. Der Bruder braucht gerade mal ein bisschen Hilfe. Let's go, Silberkugel. Silberkugel ist strong.
Bruder, ich bin da. Ich beschütze den Bruder. Oh. Boah, ich werde fast selber down, glaube ich. Okay, mein zweifacher Schaden ist halt strong, vor allen Dingen beim Bosskampf. Der Bruder ist einfach AFK. Und ihr seht gerade auch, wie die HP bei ihm runtergeht. Wow. Also ich weiß noch nicht, was dieses ROF ist. Ich habe keine Ahnung, was dieses ROF ist. Ich habe keine Ahnung von. Die Begriffe von den Sachen kenne ich leider echt nicht. Aber ich glaube, dass es irgendwas richtig krasses OP ist. Komm, wir gehen jetzt einfach auf den Boss. Aha, okay, verstehe. Ah, okay, wir können über die Ammo-Box rüberlaufen und dann kriegen wir so gesehen Munition. Okay, der mal zweifache Schaden ist halt weg. Ja, ich probiere auch noch mit Raketenwerfer auf. Damit killt man halt sogar auch noch einfach zwischendrin Leute. Wow. Muss dem Bruder immer kurz helfen. Okay. Egal. Ich werde eben revived. Jetzt hat. Na! Bro, really? Genau dann, wenn ich wahrscheinlich eine richtig kranke Waffe habe. Ja, Bruder, bitte. Nee, ja, nee. Nein, Attack 9! Attack 9, bitte! Ey, bitte, Bruder, bitte, bitte revive mich, bitte. Bitte, Bratte. Ja, geil, das hat sich schon geschlossen. Nein. Tschüss, was geht dir ab? Die wollen halt alle ihn, ne? Ich versuche jetzt einfach noch mit der letzten Munition und der letzten Kraft, die ich jetzt noch hier habe, versuche ich jetzt halt einfach noch den Boss da so ein bisschen down zu kriegen. Ja, wir sind tot. Ich bin gerade gestorben. Sollen wir machen, aber wir können mal hier eben, ne, Skin wollte ich jetzt nicht machen, wir können mal hier die Cases öffnen. So. Genau, wir können halt aus diesen Cases andere Cases rausbekommen, das heißt zum Beispiel können wir aus der Bronze Chest eine Iron Chest kriegen, Bronze Case können wir eine Iron Case kriegen, aus der Iron Case können wir eine Copper Case, dann aus der hier können wir dann eine Silver Case und aus der Silver können wir dann eine Gold, aus der Gold können wir eine Platinum, aus der Platinum können wir dann eine Rhodium und aus der kriegen wir glaube ich sogar die hier. Aber das hier ist ein Battle Pass Reward, das heißt die können wir nicht kaufen oder so, die könnte ich kaufen, die kann man kaufen und halt ja, die kriegt ihr halt pro Runden. Die kriegt ihr so in den Runde 2 bis 25 kriegt ihr die raus. Die kriegt ihr dann aus Runde 25 drüber, also 25 plus. Ab Runde 25 könnt ihr die bekommen. Und die bekommt ihr nur bei den Bossrunden. Genau, und die Silber, Gold, Platinum und halt auch hier die Rhodium, die könnt ihr kaufen. Und ja, aber aus denen könnt ihr dann hier diese Case hier rausbekommen. Genau, hier war gerade die Iron Case. Glück. Ja, nee, nochmal Geld, okay. Aber wir haben ja noch eine Kupfercase, die wir aufmachen können. Da könnten wir jetzt eine Iron Case, eine Silver Case rauskriegen. Oder Sachen für unsere Waffen, heißt, genau, hier sowas hier zum Beispiel. Aber wir haben $500 bekommen. Aber wir haben noch eine Gold Case, deswegen machen wir die auch noch auf. Und bitte, bitte, ich will einmal diese Platinum Case, Digga, die hatte ich noch nie.
Ja, gib mir halt nicht die 5K, Digga. Gib mir halt so eine scheiß Lackierung, Digga. Egal, warte mal, wir können uns den Skin ja mal angucken. Wir gehen mal hier einfach auf die AR. So, das war. Was haben wir da bekommen? Was haben wir bekommen? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Was haben wir denn hier bekommen? Hä? Storm? Genau, das haben wir bekommen. Einmal. Beziehungsweise das habe ich gestern bekommen. Aber ich habe doch noch irgendwas gerade freigeschaltet. Ich habe jetzt leider nicht auf den Namen geachtet. Ich habe nicht auf den Namen geachtet. Doch, hier ist es. Da. Boah, das sieht schon cool aus, ne? Das sieht geil aus. Das lasse ich drinne. Genau, hier Premium gibt es halt auch noch. Müsst ihr halt den Premium Pass mitholen. Und hier gibt es halt auch noch so Special Sachen. Und ja, Season 1, das ist halt sowas wie Christmas. Das ist halt so eine Christmas-Lackierung. Oder hier, ich habe halt das hier auch noch, Skulls. Das kann man, glaube ich, auch noch irgendwie dann umfärben, soweit ich will. Genau, hier, da könnt ihr noch dann die Color nehmen. Also ihr könnt hier noch die Color nehmen. Ihr könnt halt hier die Waffe dann umfärben, dass man die, ich sag jetzt mal hier die Sachen mehr machen kann, dass ihr halt hier diese Totenköpfe besser seht. Wir können ja hier nochmal reingehen. Ich habe auch zum Beispiel von den Premium-Sachen habe ich auch das hier noch. Das ist auch so ein kleines Weihnachtsding. Sieht halt auch ganz cool aus, aber ja, ich finde tatsächlich das Skull-Ding finde ich tatsächlich noch ein bisschen geiler. Ich glaube, ich lasse das sogar drauf. Genau, für die Glock 18 gibt es natürlich auch verschiedene Sachen. Da könnte ich jetzt auch, kann ich auch dieses Skull-Ding drauf machen. Da würde ich sogar gar nicht mal unbedingt noch was umfärben. Hier würde ich vielleicht noch mal umfärben, dass ich oben weiß und hier grün habe. Klar, sieht halt jetzt nicht geil aus. Ich würde das dann eher auf allen gleich machen. Hier auch noch mal das Weiße und wenn ich da jetzt wegmache und das auch, dann sieht das jetzt so aus. Klar, die der der Lauf sieht halt jetzt ein bisschen anders aus, klar, weil dieses Weiß ist halt nicht so hell wie hier, ist halt so. Und ja, hier gibt es halt noch so ein so ein Messer. Ich muss noch mal ganz kurz, genau, das haben wir drinne. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das übernimmt sich, glaube ich, nicht so ganz. Genau, und hier könnt ihr dann halt auch nochmal ja, wählen, welche Waffe ihr wollt. Genau, hier ist nochmal eine Deagle. Die Deagle nutze ich nicht. Ich habe jetzt hauptsächlich die USP benutzt. Die USP ist nochmal so eine, ich sag jetzt mal, andere Art von der Glock 18. Nochmal so eine etwas kleinere Version von der Glock 18. Genau, ich könnte hier so Stickies holen. Aber die Stickies sind, glaube ich, nicht so krass, ne? Keine Ahnung, ich sehe es hier nicht. Auf jeden Fall, genau, hier könnt ihr halt auch noch ein bisschen testen und sowas. Hier Granaten, Vorteil. Ich mache mal ganz kurz diese FPS-Dinger da weg, dass ich euch mal hier so ein bisschen die Sachen zeigen kann, die ich schon freigeschaltet habe. Hier zum Beispiel eine M4. Und hier seht ihr dann auch, wenn ihr das selber spielt, wie viel Schaden die macht und wie viel EP ihr dann bekommt. Und ja, hier Aim-Time sind 0,25 Sekunden. Das ist eigentlich relativ stark für die Waffe. Und ja, ich glaube, genau hier 30 mit 450 in Reserve. Das heißt, die hat ein insgesamt Magazin von 450 Schuss. Und 30 habt ihr dann im Magazin drin. Außer ihr habt, packt ein verlängertes Magazin drauf. Dann sieht das zum Beispiel so aus: Munition, dass ihr dann hier zum Beispiel halt, ja, Armor Piercing. Dann habt ihr halt nochmal ein besseres Ding. Kann ich ja mal raufpacken. Dann können wir uns das hier nochmal angucken. Stufe 1 M4. Aber ja, das ändert sich jetzt hier nicht. Ihr braucht halt schon etwas, womit ihr dann hier so gesehen die, ich sag jetzt mal, die Munition, die Kapazität. Genau, hier wäre dann hier zum Beispiel die Kapazität. Wenn ihr das jetzt ran machen würdet, dann habt ihr jetzt hier extra groß gekauft. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, ah ne, warte mal, das war falsch. So, auch präzise M4. Genau, aber es wird hier nicht. Es wird hier nicht abgeändert, das seht ihr dann erst in der Runde. Und ja, dann haben wir noch hier das Einsatz-PDW, beziehungsweise das PDW-R. Das ist eine Personal Defense Weapon. Die ist bei mir auch schon auf Level 9. Habe ich auch schon ein bisschen abgeändert. Zum Beispiel das verlängerte Magazin ist drauf, der Griff vorne ist einzeln drauf, das Zielfernrohr ist neu. Und hier an der Seite der Laser ist auch selber nochmal reingemacht. Dann haben wir noch eine SO 98 kann ich nicht empfehlen, außer ihr wollt auf Fernkampf so ein bisschen die Zombies holen.
dann kann ich euch diese Sniper hier empfehlen, aber sonst nicht. Dann haben wir hier noch eine Marksman Rifle, eine SVD 200. Und meiner Meinung nach, die SVD 200 ist ja hässlich as hell. Because, einfach auch wegen diesem langen Lauf, so ich feiere das nicht. Ist nicht meins. Dann haben wir noch eine M16A3. Die M16A3 ist schon geil. Die ist echt strong. Aber für mich bleibt immer noch auf Stufe 5 meine Lieblingswaffe. So, dann haben wir noch eine LSAT. Die LSAT ist natürlich auch strong, hat ein 90er Magazin mit insgesamt 360 Schuss pro Runde. Aber ja, also gesamt in Reserve hat die 360. Ne? So, dann haben wir noch eine 870 NCS, das ist eine Shotgun. Kann ich empfehlen, ja. Aber da müsst ihr halt selber gucken, was ihr da ranhauen wollt. Es gibt halt nicht so viel, was man da ranmachen kann. Man könnte da jetzt noch so ein Zielfernrohr ranmachen, aber an der Shotgun finde ich das eher unnötig, ein Zielfernrohr ran zu machen, genauso wie ein Suspensor. Würde ich ja, kann ich nicht empfehlen. Ich würde maybe Kapazität ändern, dass ihr mehr Munition kriegt, aber sonst ist das, glaube ich, unnötig. So, dann haben wir noch auf Stufe 1 eine M9. Die M9 ist nicht wirklich strong, also kann ich nicht empfehlen. Nicht wirklich, aber was ich euch empfehlen kann, spielt mit dem RPG-7 auf Stufe 1, kann ich euch nur empfehlen. Ist eine sehr, sehr stronge Waffe, ist ein sehr, sehr stronger Raketenwerfer, hat zwar weniger Schuss, aber egal. Genau, das sind dann noch Granaten, die ihr haben könnt, und ja, das ist, da kriegt ihr dann halt noch 50% mehr Munition. So, dann haben wir noch auf Stufe 2 eine QBB95B. Ist halt auch ein schickes Ding, 30 Schuss mit 480 Reserve, aber ja. Dann haben wir noch eine MP7. MP7 ist meine, ich sag jetzt mal, von Stufe 2 meine Lieblingswaffe, von Stufe 1 ist es tatsächlich immer noch hier die PDWR, von Stufe 1 PDWR, und ja, also gesamt Stufe 1 ist PDWR meine Lieblingswaffe, von Stufe 2 ist es im Moment nicht die MP7, sondern eher die AUG A3. Die AUG A3 ist sehr, sehr strong. Die hat 300 Dingens, 30 mit 480 in Reserve. Aber wir haben ja noch eine L96. Das ist auch nochmal eine Sniper. Das ist so gesehen dieselbe wie die hier. Nur in anderer Form. Und nochmal mit komplett längerem Lauf. Ihr seht ja, das Lauf ist viel, viel länger. Und ja, dann haben wir noch eine PKP. Die PKP ist aber kacke tatsächlich, auch wenn so 100 Schuss mit 500 in Reserve hat, kann ich nicht empfehlen. Dann haben wir noch eine M1911. Die M1911, ja, klar, aber ja, muss nicht sein, ist nicht geil, kann ich nicht empfehlen. Dann auf Stufe 3, es gibt wie gesagt 11 Stufen, das meiste kann ich noch nicht angucken, glaube ich, aber ich gucke gleich mal, ob wir das meiste schon angucken können. Auf Stufe 3 haben wir noch eine AKU205. Ist eine stronge Waffe, ja, mit 510 in Reserve, ja, SR2, dann haben wir noch eine SR25 und eine AEK971, dann eine MG4 ist sehr strong, 150 Schuss, eine Spass 12, die ist sehr, sehr strong, die macht Damage auf jeden Fall. Dann, ja, wie gesagt, meine G18 hier, eine Flashbang gibt es halt auch noch. Müsste ich zwar kaufen, aber tue ich jetzt nicht. Eine G36C und sowas. Und das ist der Raketenwerfer, mit dem ich spiele. Hat halt 10 Gesamtschuss. Und ja, ist halt einfach geiler. So, oder hier mit der hier habe ich auch sehr, sehr oft gespielt. Die ist halt auch sehr strong. Genau, eine Farmers feiere ich nicht in dem Game. Die ist kacke. Muss ich ehrlich zugeben. Eine A5 ist auch wieder Sniper. Ja, was ich euch aber empfehlen kann, spielt bis Stufe 5, holt euch die AR-60, die ist sehr, sehr, AR-160, die ist sehr, sehr strong, kann ich nur empfehlen. Es gibt ja auch noch eine Battle Rifle, eine Stark 12, ja, ist halt so ähnlich aufgebaut wie eine Farmers, wie man sieht, aber, ja, muss nicht sein, der Striker. Striker ist halt auch strong, aber, ja, nee, muss nicht sein. So, die anderen habe ich mir selber noch gar nicht angeguckt, die sieht geil aus. Aber egal, Leute, das soll es gewesen sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ich mehr von dem Game hier aufnehmen soll und hochladen soll, schreibt es sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und ja, oder wenn ihr irgendwelche anderen Roblox-Games kennt, die ich mir mal angucken soll, dann, keine Ahnung, schreibt mir die Namen in die Kommentare und ich schaue rein in die Games und guck mir das einfach mal an. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. His lungs are blown.
It's silent, it's strong.